Äthiopien. Auf den Spuren von Karl-Heinz Böhms Organisation Menschen für Menschen. Lange hatten wir uns auf diese Reise gefreut. Lange haben wir uns auf diese Reise vorbereitet, meine Schwägerin, meine Tochter und ich. Wir wollten die Projekte von Karl-Heinz Böhms Organisation Menschen für Menschen kennenlernen. Unsere Erwartungen wurden übertroffen. Wir lernten ein faszinierendes Land Äthiopien kennen. Wir lernten Menschen kennen, die offen sind und zufriedener als wir Europäer. Wir lernten Mitarbeiter der Organisation Menschen für Menschen kennen, die uns mit Auskunft, Rat und Hilfe beiseite standen. Es war eine wunderschöne Reise, die wir nie vergessen werden. Lassen Sie sich von Äthiopien begeistern. Lassen Sie sich anrühren von einer faszinierenden Landschaft, von den Tieren, den Blumen, den Menschen und den Ortschaften des Landes. Gehen Sie mit uns eine Reise in ein fernes Land. Gastfreundschaft ist in Äthiopien großgeschrieben. Wir waren Gäste bei einer Kaffeezeremonie. Wir haben Gedanken ausgetauscht und miteinander gefeiert. Tiere Äthiopiens. Wir sahen keine Elefanten oder Löwen. Wir sahen aber andere Tiere, denen wir sonst nur im Zoo begegneten. Kamele, Hyänen, Krokodile,
Vögel, die ganz anders aussehen als die Vögel Europas. Unterwegs. Keine Teerstraßen, sondern Schotterwege. Eine Fahrt in eine unbekannte Region. Marktleben. Wir fallen auf, weil wir weiß sind. Sind wir Mitarbeiter von Menschen für Menschen? Dann können wir nur gut sein. Aber wir sind es nicht. Wir sind nur interessierte Besucher. Äthiopien ist nicht so grün wie Europa. Und trotzdem gibt es wunderbare Blumen. Große, auffällige, kleine, unscheinbare. Lassen Sie die Blumen Äthiopiens einfach auf sich wirken. Es lohnt sich.
Menschen in Äthiopien, Menschen mit Träumen, Menschen mit einem Anrecht auf fließendes Wasser, auf Strom, auf Nahrung und ein wenig Wohlstand. Menschen wie du und ich. Wir haben sie kennengelernt, die liebenswürdigen Äthiopier. Wir haben mit ihnen Gedanken ausgetauscht, Träume diskutiert und die Probleme des Landes. Ortschaften in Äthiopien, ohne Strom, ohne fließendes Wasser. Größere Provinzstädte haben es etwas besser. Die Straßen aus Schotter oder Sand. Die Häuser spärlich, ohne Glasfenster, meist Bretterverschläge, Strohhäuser oder Lehmbauten. Anflug 2. April. Eine aufregende Reise beginnt. Addis Abeba. Eine eigenartige Stadt. Ein Wechselspiel zwischen Hochhäusern und Slums, zwischen Teerstraßen, Schotterstraßen und Sandwegen. Eine bunt zusammengewürfelte Stadt ohne erkennbare Struktur. Thank you.
Christen in Äthiopien. Bekannt sind die orthodoxen äthiopischen Christen durch ihre Felsenkirchen. Eine zerstörte Felsenkirche konnten wir in der Nähe von Addis Abeba besuchen. Anreise in die Projekte von Menschen für Menschen. Ein großes Abenteuer beginnt. Bizarre Landschaften, trockener Boden, die Wälder abgeholzt, keine Wurzeln, die Wasser fangen. Wir durchqueren ein ausgetrocknetes Flussbett, um ein Projekt zu besuchen. Ankunft in einem landwirtschaftlichen Projekt. In großen Zisternen wird in der Regenzeit Wasser gesammelt. In der Trockenzeit kann dieses Wasser auf die Felder geleitet werden. Der Boden ist aber zusätzlich Erosionen ausgesetzt. Wenn in der Regenzeit der Fluss breit und gewaltig wird, schwemmt er das Land weg. Es müssen Wälle gebaut werden, Schutzwälle, die das Land vor dem Wegschwemmen schützt. Die Ergebnisse dieses Projektes sind einmalig. Auf einer Fläche von etwa 17 Kilometern Länge und mehreren hundert Metern Breite ist der Bevölkerung ein fruchtbares Land geschenkt worden. Zwar müssen die Bewohner aus den Bergen hinabsteigen in die Täler, um diese Fläche zu bewirtschaften, aber es gibt wieder Nahrung und es gibt Früchte, die weiterverkauft werden können. Kampf gegen Erosionen. Da reichen nicht nur Schutzwälle aus. Benötigt werden auch Pflanzen, die schnell Wurzeln schlagen, die das Land festhalten und vor dem Wegschwemmen schützen. Wir haben sowohl erosionsbedrohte Gebiete besucht, als auch Aufforstungsprojekte,
wo solche Pflanzen angepflanzt werden. Nach einigen Jahren kann der Boden wieder bewirtschaftet werden. Die Menschen werden angeleitet, welche Pflanzen besonders gut wachsen und in welcher Reihenfolge sinnvoll gepflanzt werden sollte. Besuch einer Musterfarm. Hier können Äthiopier lernen, wie man sinnvoll Landwirtschaft betreibt, wie der Wechsel zwischen pflanzlicher und tierischer Erzeugung Sinn macht, wie man sinnvoll Wasser halten kann und seine Nahrung lagern kann. Fließendes Wasser. Nur 22% der äthiopischen Bevölkerung hat Zugang dazu. Menschen für Menschen hilft der Bevölkerung. In Midda sehen wir einen Brunnen, der von Menschen für Menschen gebaut wurde. Fließendes Wasser, ein Reichtum für die Bevölkerung. Keine Straßen, keine Infrastruktur. Vielen Äthiopiern fehlt der Zugang zu Provinzstädten und damit der Zugang zu Absatzmärkten. Menschen für Menschen baut Straßen und damit ein Stück Wohlstand für die Bevölkerung. Zugang zu Märkten und Schulen. Die äthiopische Bergbevölkerung in Merhabete sucht über steile Abhänge den Weg in die Stadt Alem Katema, um dort Handel zu betreiben oder die Schule zu besuchen. Unfälle soll es gegeben haben, schwere Unfälle. Karl-Heinz Böhm ließ mit seiner Organisation Menschen für Menschen eine Treppe bauen. Jetzt ist der Zugang einfacher möglich und vor allem ungefährlicher. Medizinische Versorgung ist vielen Äthiopiern versagt. Menschen für Menschen baut Krankenhäuser. Wir haben ein Krankenhaus in Alem Katema und ein Krankenhaus im Eratal besucht. Eine infektiöse Krankheit, die zur Erblindung führt. Manchmal hilft nur noch eine Operation. Wir durften eine solche Operation beobachten. Welch ein Glück für die Menschen, die ansonsten nicht mehr sehen könnten.
sofort wegkriegen, aber die Leute haben eben solche Zugänge nicht und sie dauert es Wochen, sie dauert es Monate und wird immer schlimmer. How are you are doing? Richtig, der näht schon. Ja, das Wetter macht Frauenbeschneidung in Äthiopien, eine schädliche und gefährliche Tradition. Menschen für Menschen wendet sich gegen diese Tradition. Menschen für Menschen wendet sich auch gegen einen Kinderreichtum, der die Bevölkerung nur noch ärmer werden lässt. Kostenlos werden Verhütungsmittel ausgeteilt. Den Familien wird eine andere Perspektive eröffnet. Die Kinder können zur Schule gehen, kostenlos, und dann in größerem Wohlstand leben als die Eltern. Das ist eine bessere Altersvorsorge. ከየትም የትም አይደለም አንድ ቤተሰብ ውስጥ የሚካሄዱ ነገር ችግሮች ናቸው። Freudiger Empfang von Frauen, die Frauenkredite erhalten. Hören Sie zunächst einfach zu. Stolze Frauen. Diese Frauen haben etwas erreicht. Mit Hilfe von Krediten haben sie sich Rinder, Saatgut oder anderes angeschafft, um für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, um einen Beruf auszuüben und anschließend Handel zu betreiben. Das Resultat? Wohlstand. Aus den Gesichtern der Frauen spricht Dankbarkeit für diese Möglichkeit. Sie haben ihre Chance genutzt. Äthiopische Kinder brauchen Zukunft. Grund- und Hauptschulen sind ein erster Baustein dazu. In den Gebieten Merhabete, Mitta oder Babile hat fast jedes Kind den Zugang zu einer Schule. Welch ein Glück! Denn mit dieser Schule stehen den Kindern neue Möglichkeiten offen. Möglichkeiten für eine Berufsausbildung, Möglichkeiten, sich in Wort und Schrift verständlich zu machen. Die Schule beginnt. Wir dürfen einem Unterricht beiwohnen. Die Kinder sind aufgeweckt, fröhlich und interessiert. Sie gehen gerne zur Schule, denn Schule bedeutet Zukunft. Thank you.
Weiterfahrt in die Projektregion Midda. Dort werden wir eine High School besuchen. Das Chemielabor der Hochschule ist sicherlich nicht mit europäischen Maßstäben zu vergleichen, aber es hilft, um die Schüler weiterzubilden. Hochschulen und Ausbildungszentren gibt es nur in größeren räumlichen Abständen. Deshalb werden auch Schülerwohnheime benötigt. Wir haben uns ein Schülerwohnheim der Projekte Menschen für Menschen angesehen. Das ATTC Bildungszentrum in Hara. Ein großartiges Projekt der Organisation Menschen für Menschen. Hier können junge Menschen Berufe erlernen, wie Kfz-Mechaniker oder eine Ausbildung zum Maschinentechniker oder eine Ausbildung zum Elektroniker oder eine Ausbildung für Land- und Forstwirtschaft. Die Möglichkeiten sind viele. Gedankenaustausch zwischen Äthiopiern und Europäern. Armut auf der einen Seite, Reichtum auf der anderen Seite. Hektik in Europa, etwas mehr Ruhe in Äthiopien. Wer ist zufriedener? Was ist der bessere Lebensstil? Rückblick in das Jahr 1982. Es begann im Ehratal. Ein großes Projekt entstand. Das Projekt Menschen für Menschen. Wir durften das Projekt besuchen. Wir durften uns davon überzeugen, welch großartige Leistung hier vollbracht wird. Wir durften erleben, dass Menschen eine neue Zukunft geschenkt wurde. Wir durften in die dankbaren, strahlenden Augen der Äthiopier schauen. Es hat sich etwas bewegt, etwas Großes. Und wir Europäer dürfen zumindest finanziell dazu beitragen. Thank you.
Äthiopien, ein Land, für das es sich lohnt zu kämpfen. Menschen liebenswert und auf Hilfe angewiesen. Menschen, denen aber eine Zukunft geschenkt wurde, auf die sie jetzt selber bauen können. Das Projekt Menschen für Menschen unterstützt die Äthiopier, aber es macht sie nicht abhängig. Die Äthiopier lernen, ihr Leben selber in die Hände zu nehmen, ihr Schicksal neu zu gestalten und damit für eine bessere Zukunft zu bauen. Die Mitarbeiter des Projektes Menschen für Menschen haben großartige Leistung vollbracht. Wir durften uns davon überzeugen. Dankbar schauen wir auf diese Tage in Äthiopien zurück. Wir kommen bereichert und mit ganz neuen Gedanken zurück. Helfen auch Sie mit. Spenden Sie für Äthiopien. Werden Sie ein Mensch für Menschen. Die Arbeit von Menschen für Menschen in Äthiopien, die Vielzahl langfristig angelegter landwirtschaftlicher, medizinischer und technischer Projekte und zahlreicher Programme auf dem Gebiet der Bildung und Ausbildung sind zu einem Begriff für erfolgreiche Entwicklungshilfe geworden.